Der startet nur, der läuft noch nicht. So, jetzt müsst laufen. Ja. Und ich will euch jetzt noch mal zeigen, was komplexes Denken bedeutet. Das heißt, du wirst mir erst geistig folgen können, wenn die Grundlagen von Holofeeling da sind. Geistig folgen, habe ich jetzt bewusst gesagt. Und darum ist es erst einmal wichtig, dass ich immer wieder sage, bleib auf dieser Ebene, die ich direkt anspreche, die hundertprozentig sicher ist. Selbst dieser Satz ist für einen Menschen, der nicht weiß, was 100% Sicherheit bedeutet, hundertprozentig sicher ist das, was ich hier und jetzt sofort überprüfen kann. Ja. Und überprüfen kann ich bloß das, was hier und jetzt unmittelbar als Information vorliegt. Und wenn ich jetzt Erdkugel sage, dann ist die Information bloß das Geräusch Erdkugel, aber bloß für den Moment, wo Erdkugel das Geräusch da ist, und dann kommen nämlich schon wieder die nächsten Geräusche, weil jedes Wort, das ich spreche, spreche ich jetzt. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass jetzt ein Film läuft, eine Aufzeichnung, AUB ist eine Zeichnung, dann muss dir klar sein, dass all die Bilder, die jetzt in einem ständigen Wechsel im Hier und Jetzt in dir aufblitzen auf dem Bildschirm, auf der tieferen Ebene alle gleichzeitig da sind. Die tiefere Ebene ist die Ebene der Ewigkeit. Das ist hundertprozentig sicher. Zu glauben, dass da irgendwie was chronologisch zeitlich abläuft von A nach B, das ist die erste große Falle. Dass sich Sterne da oben am Himmel bewegen, dass die auch dann da oben sind, wenn wir nicht dran denken, wenn wir sie nicht anschauen, das ist zwar alles unheimlich logisch, wenn du so programmiert bist, das ist aber nicht hundertprozentig sicher, sondern das sind nur logische Konstrukte. Bei Holofeeling handelt es sich um das, was hundertprozentig sicher wirklich ist und nicht irgendwelche logische Konstrukte. Das sind Märchengeschichten. Und wir hatten ja jetzt den Stern von Bethlehem. Diese Konjunktion zwischen Jupiter, ein ganz wichtiges Datum angeblich in der Esoterik, und dem Saturn. Und ich will jetzt mal drei Sachen verknüpfen über eine Zeitspanne von 3 Jahren. Und zwar springen wir in dem Weißenburg-Vortrag von 2017 in den achten Dall rein. Da war auch eine ganz außergewöhnliche Konjunktion. Geburtstag vom Jan, von der Ariane, wenn ihr euch erinnert. Ja. Dann springen wir in das letzte oder vorletzte Selbstgespräch rein, wo ich den Lafferpunkt mit der Suppe, mit dem Salzpunkt, mit der Fensterscheibe erkläre. Dann springen wir rein. Naja, lasst euch einfach mal überraschen und ihr werdet feststellen, da für mich alles gleichzeitig da ist. Dass ich ein Prinzip erkläre auf verschiedene Art und Weisen über einen Zeitraum für dich chronologisch gedacht von viel, über viele Jahre verstreut. Von mir aus gesehen, und mit mir meine ich jetzt nicht den Udo, den du dir ausdenkst, denke ich sogar über Jahrtausende. Dass ganz einfache Sätze, die eigentlich auf dem Programm von zum Beispiel christlichen Menschen drauf sind, dass die überhaupt nicht verstanden werden, was die Metapher eigentlich bedeutet. Man hat mir beigebracht, in meinen Schwamm ist es Wissen, dass Jesus angeblich einmal gesagt hat, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, war ich. Gut, das ist jetzt eine ganz klare Aussage. Ich definiere das einmal so, der Abraham, das Wort Abraham, diesen Erzvater, den wir uns jetzt ausdenken, ist eigentlich die Grundlage, der Stammvater. Darwinistisch logisch gedacht, chronologisch, darwinistisch, chronologisch, logisch gedacht, ist es der Stammvater für die Juden, die Christen und die Moslems. Die entspringen nämlich alle aus dem Samen Abrahams. Wenn man aber nicht mehr chronologisch denkt, sondern im Jetzt, das sagt Jesus letztendlich, ehe ein Abraham da war, bin ich, weil wenn ich mir einen Abraham hier und jetzt nicht ausdenke, existiert kein Abraham. Ein Vorher hat es sowieso nie gegeben. Genau. Ich, UB, sage dir jetzt, ehe ein Jesus war, bin ich. Ja. Wenn ich mir keinen Jesus ausdenke, dann ist auch keine Information Jesus da. In der Vergangenheit hat es sowieso keine Informationen gegeben, weil alles, was in mir Geist auftaucht, taucht hier und jetzt in mir auf, und zwar abstammend aus einer Riesenkollektion, in der sich alles befindet, die mir UB 86 El Hayom nennen, der immer ist. So, und jetzt kommt das Wesentliche, den Schuh wirst du dir anziehen müssen. Ehe ein Udo Becher existiert hat, hast du existiert.
jetzt mache ich so. Weil der, der jetzt existiert, den wir uns ausdenken, den ich du nenne, den meine ich damit eigentlich nicht. Das müssen wir jetzt rot schreiben. Dir muss klar sein, du warst schon da, rot geschrieben, geschlossene Schöpfung, bevor in dir ein Udo Böttcher aufgetaucht ist. Und du warst auch schon da, in der geschlossenen Schöpfung, bevor der in dir aufgetaucht ist, mit dem du dich bisher, bis hierher, bis zu diesem Zeitpunkt verwechselt hast. Ja. Das war dieses kleine Short-Up, das ich immer gerade mit der Arroganz habe. Ich muss das fast schnell einspielen und dann fange ich gleich lückenlos an, weil das eine relativ kurze Sache ist aus einem der letzten Selbstgespräche. Das wiederholen wir nochmal. Jetzt muss ich zuerst einmal den Bildschirm mit Ton teilen. Und dann springe ich da mal schnell rüber. Das ist diese Stelle. Schauen wir uns das einmal schnell an. Die Gedenken ist unendlich trügerisch. Das sind die Gesetze. Und ich will mal Beispiele bringen, dass wirklich, man kann es nicht oft genug hören, die einfachsten Sätze, diese Rechthabereien bei Menschen, die wir uns ausdenken, sind immer noch ein Spiegelbild der eigenen Rechthabereien. Die Welt ist ein Spiegelbild deines Charakters, dein Charakter ist dein Schwamminhalt, das Programm ist deine Logik, ist dein Intellekt. Immer an die Computer mit, da gibt es nichts zu diskutieren, wenn ich das immer wieder sage. Ich kriege Briefe von Leuten, die mich absauen, die mich als egoistisch, als arrogant, ich meine jetzt den Udo, den du dir ausdenkst, definieren. Und ich sage, jeder Mensch, den du dir denkst, der wird so sein, wie du ihn dir ausdenkst, der ist, wenn du ihn denkst, und er ist genauso, wie du ihn dir ausdenkst. Aber ich sage jetzt als Udo, er soll mir eine einzige Stelle zeigen, irgendein Selbstgespräch, wo ich egoistisch bin. Es ist also definitiv, ich sage immer wieder, ich bin ein Gedanke, den du jetzt denkst und für dich bin ich so, wie du mich ausdenkst. Das passt auf jeden Selbstgespräch drauf. Und alles, was ich dir jetzt erkläre, ist nicht das Wissen dieses Gedanken, sondern das Wissen dessen, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Und wenn das nicht ankommt, ist derjenige, den ich mir jetzt denke, wirklich nur ein Gedanke und von dem erwarte ich das nicht, dass er mich versteht. Ich erkläre es dem, der mich ausdenkt und nicht irgendeinen Gedanken, den ich mir denke. Sobald ich mir jetzt aber einen ausdenke, der mich ausdenkt, ist das der Gedanke von mir. Lass das auf dich wirken, wenn nicht, spulst du zurück und hörst das nochmal ein paar Mal an. Mhm. Wenn dann immer wieder ist, diese intellektuelle Hirnwichserei, wie ich das nenne, der Intellekt, ich sage, es gibt zwei Seiten. Es gibt einen rein geistigen Bereich, wo ich sage, ich erkläre dir, was du bist. Du bist die Quelle für alles, was du dir ausdenkst. Deine Gedanken wird es ohne dich nicht geben. Und darüber gibt es nichts zu diskutieren. Ja. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Okay? Ja. Das ist eine Grunderkenntnis. Und das ist beim materialistisch-religiösen Menschen schon weg. Das heißt, die Figuren, die in dir auftauchen, das tiefgläubige Materialisten sind, und dazu gehören für mich auch, wie gesagt, religiöse Menschen oder Esoteriker. Mhm. Die Esoteriker, die ihre Müsli-Scheiße reinfressen, dass an den heiligen Körper nichts hinkommt, wenn sie Geist sind, sind sie Geist, dann haben sie kein Problem, wenn sich ihr Körper auflöst. Das heißt, in dem Moment, wo ich an was nicht denke, löst es sich auf. Das ist hundertprozentig sicher. Mhm. So, und jetzt springen wir hier jetzt erst einmal rein. Als erstes, ich muss jetzt ganz kurz diese Wiederholungen machen. Lass dich überraschen, es ist es wert. Ich verknüpfe jetzt 3 Jahre Bilder mit verschiedenen Metaphern in eine vollkommen tiefere Schicht. Mhm. Wir machen ganz kurz die Sache mit der Suppe, wo ich sage, du hast den Lufferpunkt, das heißt ein System, irgendein System hat systemrelevante Parameter und dann mache ich ein simples Beispiel mit einer Suppe. Eine Suppe ohne Salz ist keine Suppe. Da muss zu einer klassischen Suppe ja wieder Salz mit rein. Mhm. Und wenn wir den Salzgehalt steigern, schmeckt es und dann wird es irgendwann versalzen. Ich sage immer, dann wird es toxisch. Mhm. Und jetzt hören wir uns ganz kurz die Stelle nochmal an, hier aus dem Selbstgespräch, wo ich das erkläre mit dem in Bezug auf Fenster. Dann macht es Klirr und ja, die Glasscheibe zerspringt. Interessant, ganz komische Dreiecke in der Regel. Mhm. Okay. Achte zuerst einmal auf die Dreiecke, die Glasscheibe zerspringt in Dreiecke.
Wenn du jetzt nicht mitkommst, such dir die Selbstgespräche und hör dir das ganz an und dann weißt du, worum es eigentlich geht. Das war von den Comics. Ja, stimmt. Die Glasscheibe zerspringt in Dreiecke, D-Reihen. Jetzt können wir die erhöhen die Geschwindigkeit. Wir haben ein neues System. Glasscheibe macht Klör und zerspringt, zerspringen, SBR, ringen. Da haben wir das Volumen in Dreiecke. Wäre jetzt jedes Wort in dem Kontext interessant, sich mit Holofeeling genauer anzuschauen. Und jetzt kommt wieder der Punkt, wo es versalzen wird. Das heißt, ab einer Geschwindigkeit gibt es wieder in ein neues System. Das heißt also, wenn wir jetzt die Geschwindigkeit von dem Geschoss, von dem Stein erhöhen, zerspringt die Glasscheibe nicht mehr in Dreiecke. Das wäre jetzt wie wenn die Suppe versalzen ist, gibt es ein neues System. Es macht nicht mehr Klör, sondern es macht bloß noch Dock. Die Glasscheibe bleibt ganz, aber plötzlich erscheint in der Glasscheibe ein kleines Loch. Das ist jetzt die entscheidende Stelle. Merkt ihr das, was ich gerade gesagt habe mit den Dreiecken und es erscheint ein kleines Loch. Und ich sage dann gleich noch dazu, dass das Loch ja auch, zuerst einmal das El-Chat, die Lebensfrische ist, da habe ich darauf hingewiesen. Frische, die Lebenskraft. Und wenn wir jetzt das Waff noch dazwischen schieben, in dem Loch, dann kriegst du die Tafel. Das habe ich auch gesagt hier, das ist normalerweise, ist es eine Tafel, da steht jetzt auch eine Platte, eine Planke. Wichtig ist dieses Bella, im Hebräischen ist es das erst einmal ein Wunder. Das ist uns alle rückwärts gelesen. Okay? Wissen wir Geist ja. Ja. Was jetzt hier aber ganz eigenartig ist, wo das was Ungewöhnliches, im Wunder steckt die Wunde mit drin. Eine Wunde, die berechnet wird. Da steckt das Wort Unde. Woher kommt das, was du berechnet wirst? Das griechische Wort für Wunde, wiederum, da müssen wir jetzt gleich reinspringen. Da machen wir jetzt erst einmal das ist Trauma. Der Traum, die Traumschöpfung. Wenn du zum Träumen anfängst, du bist immer zerreißt du deine Oberfläche. Du schmeißt Gedankenwellen auf. Und das sind deine Wunde, aber jede dieser Gedankenwellen, jeder Augenblick, den du zu sehen bekommst, ist ein Wunder. Das ist eine Traumschöpfung. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja. Was jetzt natürlich, das auch vom Schiffe, Ski, das Geschenk von zwei Facetten, Wellenberg und Wellendal. Und es ist ja Bella. Jetzt pass aber auf, was jetzt passiert. Jetzt machen wir nämlich hier mal dieses BLA. Ja. Und es funktioniert alles nach einem gewissen Plan. Machen wir einen hinten dran. Das ist mein göttlicher Plan, ist Holofeeling. Ja. Aber Plané. Eben. Du hast es schon, heißt in die Irre, vom rechten Weg abführen. Genau. Jetzt ist immer die Sache, planst du oder plan ich? Richtest du nach dem Plan Gottes, richtest du nach dem Plan Gottes oder richtest du den nach dem Plan deines Schwamminhalts? Genau. Ich sage immer, plane nichts mit deinem Schwamminhalt, weil das führt jetzt zu einem großen Irren und einem Umherschweifen, einer Irrfahrt durch Raum und Zeit. Das ist übrigens dann das Wort Planeten. Genau. Ah ja. Die Planeten sind die Umherirrenden. Merkt ihr das? Die Irrsterne. Plane nichts. Das sind gespiegelte Existenzen. Ja. Das sind nur gespiegelte Existenzen. Ja. Das ist jetzt die negative Seite. Ich kann natürlich auch das rot machen, dann sind das meine Geistesfunken. Jetzt denkt man an unseren Tetraederspiegel im Zentrum, das kleine Bild anschauen. Ein Licht in einem Tetraeder, der sich um sich herum in viele Lichter hochspiegelt. Genau. Aber die um dich herum, die Lichter, die Geistesfunken am Himmel, wir haben wieder Hayom. Das ist eigentlich immer im Meer. Okay, wir halten jetzt fest. Wir müssen das ja alles verknüpfen. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz zurück zu dem Salzpunkt. Jetzt kommt nämlich das Dock. Und jetzt passt genau auf. Ich verknüpfe jetzt alles in diesen Videogesprächen, in diesen Selbstgesprächen über mehrere Jahre. Das haben wir gerade auch schon gehabt. Denn dann lacht die Lebensfrische. Jetzt haben wir den Punkt des Nichts, wo die Wellen des Glas, die Schöpfung von Raumzeit drumherum ist. GL, SAS. Ja. Die Welle ist das drumherum. Und in der Mitte haben wir das Nichts, den Punkt.
Und es macht Dock. Jetzt haben wir wieder einen neuen Systemzustand. Wir können das immer umdrehen. Wenn du eine Welle aufspeist, schaust du immer nur eine Seite an. Ich sage jetzt, wenn wir jetzt einen Punkt nehmen und den machen wir unendlich klein, unser All, unsere Implosion entsteht im selben Moment eine gespiegelte Bewegung, dass der Hintergrund von dem Punkt, die Fläche unendlich groß wird. Denk auch, was ich mit Vakuum gesagt habe. In dem Moment, wo wir unsere materielle Kugel denken, ist die eingebettet von einem nicht materiellen Raum. Und in dem Moment, wo wir jetzt die Leere innen reinmachen, muss außenrum das Materielle sein, das Gefäß sein, in dem sich dann das Nichts befindet. Ja. Was ich jetzt dreidimensional darstelle, ist dasselbe mit dem Punkt. Es ist eine Spiegelung. So, und jetzt springen wir rein in den Weißenburg-Vortrag. Da müssen wir hier Weißenburg, da erkläre ich zuerst ganz kurz was über die Astronomie. Da will ich auch nochmal ganz, es ist zwar zuerst einmal ein griechisches Wort, es gibt es aber auch im Lateinischen, das will ich auch schnell zeigen, das ist Astropolos, ich mache zuerst das Astro. Interessant, da steht schon mal das Katzenauge. Endpunkt. Ich will da jetzt nicht reinfahren mit den Katzenaugen, das ist nämlich 93 Grad aufeinander stehende Spiegel, wenn wir die klein machen, wo ich immer unsere Ecke sage, wo wir reinschauen. Ja. Ich wollte das nur zeigen, dass wir hier eigentlich schon das Katzenauge stehen haben. Mhm. Da kommen wir nochmal rein. Mhm. Und Katze, wenn ich das jetzt eigenartig hier hebräisch hinschreibe und ich mache mal, wie man spricht, Katze. Jetzt mache ich hier eine 100 mit einer 90. Das heißt, die Affinität gebiert eine Wahrnehmung. Die Affinität ist die Geburt einer Wahrnehmung. Du brauchst eine Spiegelung. Das ist jetzt nur das Rot-Blau-Lesen. Wenn wir das natürlich rot machen, ist es der wirkliche Mensch als Geburtsgeber dieser geistigen Quintessenz, die er selbst ist. Dann kriegst du zuerst einmal bei Katze das Äußerste und das ist eine Ecke und ein Ende und ein Endpunkt. Mhm. Und das ist der Rand. Jetzt wissen wir, Schöpfung mit zwei Bündchen drüber ist aufgespannte Polarität, das scharfe S ist auch ein Sinn. Ja. Mhm. Ja. Dann haben wir die Ecke, müssen wir gar nicht reden, den Engpunkt und den Rand. Land, Sand, Rand, A und D, die Berechnung eines Auf- und Abschwingens, wenn wir das hier preisieren. Ja. Mhm. Habe ich gescheit Glück gehabt, dass das zufällig passt. Aber jetzt schauen wir mal, dass ich die Katze, jetzt gibt es hier natürlich nochmal das Wort Katze selber, schreibt sich nämlich ja so, da kann man ganz kurz einmal reinspringen. Und dann wirst du feststellen, dass das eine Binde ist. Die Katze, eine Schiene und eine Windel. Genau. Jetzt wissen wir, Wind heißt ja Ruach, das heißt auch Geist. Der Geist Gottes und Ruach, blau gelesen, sind die vier Weltgegenden. Mhm. Wichtig. Mhm. Diese vier Weltgegenden, die schauen wir uns jetzt gleich an. Ich verbinde es jetzt dann alles in eins. Bei Bin ist es so, dass Bin, B-N heißt in mir, ist eine Existenz. Das ist jetzt nur in hebräischen Buchstaben Bin geschrieben und jetzt kommst du ganz einfach, dass sich etwas einschaltet und anfängt zu interpolieren. In dir, Pol, Puli, wir werden jetzt gleich Himmelspole anschauen, wird was eingeschalten und es wird interpoliert. Und zwar ist es in erster Linie wird es übersetzt im Hebräischen in der Bibel, dieses Bin mit Zwischen. Meistens, wenn Bin in der Bibel steht, übersetzen die Juden das mit Zwischen. Zwischen heißt innerhalb. ZW, die Geburt von was doppelt aufgespannten. Mhm. Jetzt fällen zwei, das ist deine Gedankenwelle. Mhm. Das ist eine Order, eine erweckte Berechnung, geöffnete Berechnung, ein Generieren. Mhm. Und das heißt auch Formen, eine Form geben. Erst wenn du anfängst, Gedankenwellen zu generieren, bekommt dein Geist eine Form. Und Ich ist Gestaltwerdung. Das Bestehende, das ist jetzt da, es existiert, es ist vor dir. HND, auf- und abschwingend. Und dieses Ich, das Bestehende, diese bestehende Existenz. Jetzt fängst du an zu entschlafen. Das heißt alt. Ich sage immer, lese alternieren. TR heißt in einer Reihe, in einer Spiegelwahrnehmung, alternieren. Alternieren sein. Mhm. Aber interessant ist, wir wissen ja, entschlafen heißt, dass du schlafen aufhörst, du glaubst jetzt wach zu sein. Ja. Wenn jemand entschläft, hört er auf zu schlafen.
dann glaubt er wach zu sein. Der Witz ist aber, mir fragen nicht, schlafe ich jetzt oder bin ich wach, sondern das eine gibt es ja nicht ohne das andere. Ja. Was heißt träumen? Träumen heißt, dass du Bewusstsein in deinem eigenen Kopf Welt zu sehen bekommst. Und Welt ist B-Rand, der polare Rand, den du von Augenblick zu Augenblick, von Gedanke zu Gedanken opfern musst, dass der neue Gedanke in dir auftauchen kann. Ja. Es ist wie auf einem klassischen Filmleinwand oder auf deinem Monitor. Du musst jedes Bild opfern, dass du ein neues Bild zu sehen bekommst. Mhm. Aber die Bilder kommen alle aus einer Einheit und tauschen sich nur wie Gedankenwellen aus. Ja. Okay? Mhm. So, das war jetzt Astro. Ich spreche wirklich nur an. Immer dran denken, ich habe jetzt kein Problem, hier 2 Tage plus über das Katzenauge zu reden. Mhm. Dieses A wissen wir ja, dass das A als Vorsilbe gelesen eine Verneinung ist, unter anderem. Mhm. Jetzt, wenn ich nur das erste Reo, das lasse ich immer, was B in mir ist, Lust. In mir ist das Licht einer aufgespannten Raumzeit, aber das in mir ist der Zirk, der Dreh- und Angelpunkt in Gott. Mhm. Mhm. Das führt uns dann immer wieder die Zirbeldrüse, die ganzen medizinischen Namen, alles entspringt aus diesem System. Das Stroma ist die Decke, die geöffnete Ecke. Die Matrix, die Matrize. Und jetzt sage ich immer noch, dass das O eigentlich UO ist. Und dann kriegst Astruo, Astro, Astruo heißt A als Vorsilbe nicht auseinandergeschmissen. Ja. Das ist jetzt, Truhe ist ein Schichten, schichtweise über und nebeneinander legen. Das ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel hier meinen Spiegeltunnel habe, durch schichtweise diese Spiegel gedacht, auseinandergedacht vor mich hinstellen oder wenn ich was überlege, das sind die Oberwellen, Wellen auf Wellen auf Wellen, durch das übereinander Schichten, also ich mache den Schöpfer davor und dann fällt es in einem Punkt wieder zusammen. Etwas Böses im Spiegel bereiten. Okay, das lassen wir jetzt gut sein. Und jetzt schauen wir mal da rein. Und ihr werdet jetzt merken, was jetzt passiert. Jetzt kommt diese Offenbarung. Das ist jetzt halt so weltlich gesehen. Am 23. machen wir auch weg. Das wäre jetzt immer wieder, was passiert da eigentlich? Das ist diese Offenbarung 12, 11 und ein großes... Das sparen wir uns. Wenn es dich interessiert, kannst du es im 8. dann nochmal anhören. Ich bin ja, wir wollen jetzt erst einmal hier springen, dass ich dieses Programm erkläre. Wir sind im Moment Mitte. Nein, Moment, da muss ich dahinter und da muss ich jetzt hinfahren. Jetzt pass auf. Mhm. Jetzt erkläre ich ganz kurz das Programm mit den Problemen. So, das ist jetzt aktuell. Jetzt müsste man natürlich wissen, wie das Programm funktioniert. In Wirklichkeit, ich mache es erst einmal, was ihr seht, es ist sehr perspektivisch. Wir sind jetzt auf einer Wiese und jetzt merkst du hier schon das in... Das machen wir aus. Jetzt achte, was ich hinten eingeschaltet habe, achte einmal auf diese, auf diesen Dom. Ja. Ja, genau. Das ist jetzt auf einer... Das ist Westen, wenn ich jetzt das so mache, das ist Westen, die Sonne, wenn wir nach Westen schauen, ist hier, das wäre jetzt genau, wenn wir hier rausschauen und jetzt können wir, wenn wir uns einen Umblick machen. Das heißt, ich verändere jetzt praktisch schlichtweg und einfach meinen Blickwinkel. Ja. Aber egal, wo ich hinschaue, in welche Richtung, das Bild ist immer im Zentrum in mir drin. Mhm. Ja. Hier, das sind die Zeiten, den Saturn haben wir hier. Süden. Sonne. Wir können jetzt da ein bisschen weggehen und jetzt kommt zwangläufig, komm mal aus. Das ist jetzt interessant, wenn ich das drehe, stell dir vor, du hast da Verabrede auf und immer dran denken, ein ausgedachter, bewegter Beobachter und ein ruhender Beobachter. Das sind zwei unterschiedliche Zeitperspektiven. Ich habe dir so oft erklärt, was du siehst, hängt erst einmal davon ab, ob du dich jetzt als den ruhenden oder den bewegten Beobachter setzt. Mhm. Jetzt in dem Moment, wo ich das Bild verändere auf dem Monitor, das heißt, wenn ich von rechts nach links schaue, weiß ich, kann ich mir bewusst machen, dass ich immer exakt bloß auf einen Monitor schaue. Verbiegungen. Das ist und durch dieses Verschieben von rechts nach links, kann ja nicht. Durch dieses Verschieben habe ich den Eindruck, dass das Bild sich dreht. Mhm. Dann bin ich der ruhende Beobachter. Wenn ich jetzt aber verabredet auf habe und ich drehe mich selber, habe ich ja das Bild bleibt das Gleiche. Mhm. Dann meine ich, ich drehe den Kopf.
Jetzt weiß ich ja, ich habe den Kopf nicht gedreht, dann musste ich das Bild verschieben, also den Bildinhalt verändern. Mhm. Jetzt ist aber die Darstellung, wie du hier siehst, die Süden, Westen, aber hör mal einfach zu, ich erkläre es ja. Ich nach Süden, Westen und Norden gleichzeitig schauen. Ihr merkt, das verschiebt sich jetzt irgendwie. Könnt ihr euch vorstellen? Ja. Aber was noch viel schlimmer wird, wenn ich jetzt nach oben schaue. Was du jetzt siehst, so ist Doc. Doc. Ah. Du hast die B-Lumen. Um dich herum. Das wäre jetzt, wenn ich sage, das ist das Vakuum. Brauchen wir außen drum herum ein Gefäß. In dem Moment habe ich jetzt das Loch, die Lebensfrische in der Mitte. Ja, genau. Und drumherum wäre jetzt bei uns jetzt auf die Fläche bezogen das Glas. Ja. Wir wissen, GL heißt aber Welle. Welle. Das ist die Schöpfung von Raumzeit. Ja. Lass mal es weiterlaufen. Das ist das Dock auf der Glasplatte. Und wir können das ja spiegeln. Und wenn ich nach unten schaue. Weil ich auf einer Erdkugel stehe, im Boden schaue, jetzt wenn ich. Andere Sachen einstellen, weil jetzt schaue ich direkt in den Boden. Jetzt pass auf, jetzt mache ich eine kleine Hilfe für euch. Wir machen mal hier, wir zoomen uns rein, dass hier nur der Osten ist. Wir schauen jetzt hier in den Osten. Jetzt machen wir so den Blickwinkel eng, dass der nur im Osten ist. Und jetzt tun wir hier Gitternetz einschalten und jetzt sind wir in der Dome. Wir haben über uns, jetzt wäre jetzt die Erde eine Scheibe, vergessen mal die Kugel, die Erde wäre eine Scheibe. Und über uns, wenn ich jetzt nah hinfahre, das ist jetzt eine Mauer, vielleicht kennt einer die Serie The Dome. Und wenn du jetzt nach oben schaust, geht wow, wie eine Kirchenkuppel, seht ihr das? Das wäre praktisch jetzt hier um dich rum, auf einer Wiese stehend, dein Gesichtsfeld ist ja bloß so viel. Und wenn wir uns jetzt umzoomen, ist ja das eigentlich nur ein Strich, das ist das, was du jetzt siehst, das ist dein Gesichtsfeld. Okay? Und wenn du nach oben schaust, sieht es so aus. Und wenn du nach unten schaust, sieht es so aus. Das, das wäre jetzt die Nulllinie am Äquator. Ich mache das einmal ein bisschen anders. Wenn es sein sollte, mehrere Male anhören. Ja. Wir haben jetzt genau genommen, wenn man hinschaut, sind es zwei Tetraeder, die gespiegelt übereinander stehen. Das ist ein Dreieck und unter uns hast du nochmal ein Dreieck. Mhm. Das sind jetzt diese Ecken in so Dom. Das sind aber genau genommen, sind das alles immer zwei Spiegel, die mir über die Kante biegen. Mhm. Wenn wir mal ein Spiegeltunnelphänomen haben. Wenn ich das mit der Kante mache, Spiegel, die Lämpchen reinstelle und dann Spiegel hinstelle, wir schauen rein und schauen von innen nach außen, intern, extern, gibt für jede dieser Kanten. Dort ist jetzt aber von der Sphäre sich befindet, sind die Oberflächen, die jetzt gebogen waren, alle fraktal. Das siehst du jetzt, wenn du dir das genauer anschaust, sind das alles wieder kleine Kästchen, soweit man das darstellen kann. Mhm. Jetzt werde ich natürlich dann sehr, das ist ein Tetraeder, wo man die Flächen eigentlich jetzt zu Kugeln aufbauen und so sieht eigentlich die Welt in Wirklichkeit aus. Dann fokussiert sich das alles, zerstreut sich und fokussiert sich in einen Punkt. Das ist jetzt das Beispiel mit den Ecken, wo wir drüber biegen. Mhm. Es wird auf tausenden von Seiten genau erklärt, das ist die wirkliche Physik deiner Erde. Das ist eigentlich hier, dass man im kleinen Spiel zum Beispiel sagen können, dass halt hier die Kugel, das war jetzt übrigens ein Neutron-Atom-Modell, Atome hat noch keiner gesehen, sondern ich sage alles, was in Physikbüchern drin steht, wir blasen praktisch bloß an Tetraeder auf zu einer Kugel. Mhm. Das ist eine Wissenschaft für sich selber, aber ich will ja die kleinen Wunder machen. Und jetzt passen wir mal auf, was jetzt passiert. Und jetzt springe ich da mal rein und wir schauen uns hier zwei Bilder an. Den muss ich hier machen. Meine Gäste fungen in ihre persönlichen Traumwelten. Ich und UB. So sieht es in der Matrix aus. Nicht der Architekt, das Ich. Das körperliche Ich, ich Neo, das sind die Ichs da drinnen. Jedes dieser Monitore steht für eigenständiges Traumleben. Mhm. Mhm. Wenn ich mich erhebe über die Erde, dann sehe ich irgendwann einmal die Erdkugel und was drumherum. Seid ihr dabei? Ja. Das kann man natürlich durchsichtig schalten. Was ich jetzt gleich vorne wegnehme, was wichtig ist. Was unheimlich wichtig ist. Wie ich dick. Ja.
wie ich JCH, und jetzt können wir das Dick mit einem weichen G schreiben, wichtig, göttlicher Geist, das ist ein immer daseinender göttlicher Geist. Wir können aber das Dick auch mit einem Kaff schreiben, wir sprechen das bloß hart aus, und dann wirst du zum Mittelpunkt. Du bist der Mittelpunkt deiner Traumwelt. Mhm. Ja. Das kann man wegmachen. Alle Konstellationen, die ich einstelle, ich habe das Programm eingeschaltet, und solange ich das Programm nicht einschalte, ist es ein Kontinuum. Das ist alles, ob das Astrologie oder Astronomie ist, baut auf demselben Rechner auf. Es sind nur andere Darstellungen. Mhm. Im Hintergrund ist immer ein Programm. Das, was in dir auftaucht, was du dir ausdenkst, auch deine momentane Vorstellung von einem heliozentrischen Weltbild, hängt ab von deinem Programm. Mhm. Das gibt dann das hier. Mhm. Ein Tropfen. Ja. Unsere Nulllinie. Puff. Das sind alles nur Facetten. Wenn wir jetzt so Kuchen uns denken, dann würde ich jetzt von der Mitte aus sagen, wenn ich jetzt Radix-Horoskop, Zeitpunkt, nehme ich genau das Bild in der Facette, wo ich mich hinlege. Das ist natürlich jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Das denkst du jetzt als Kugel um dich herum. Und du wirst zu dem, wo du dich selber aus dem absoluten Mittelpunkt heraus denkst, setzt du dich zuerst einmal auf die Oberfläche einer Sphäre und dann wirst du einer dieser Größen. Ah. Und wenn du jetzt meinst, dass irgendwer, den du dir ausdenkst, diese Eric Wildcast zum Beispiel, du musst einfach nur verstehen, Menschen, Bindestrich trocken aus und ablassen, beginnen in dem Moment in dir zu existieren, wo du an einen Menschen denkst. In den meisten Fällen ist der Mensch bloß ein Gedanke. Jetzt im Moment ist der Bruder zum Beispiel bloß ein Gedanke. Dann kannst du das Pickelmännchen unten in der Ecke anschauen. Es bleibt ein Gedanke. Jetzt habe ich ein bisschen weiter ausgeholt, bloß um zu zeigen, das machen wir jetzt wieder weg, bloß um zu zeigen, wie alles mit allem verknüpft ist. Das heißt, die Art und Weise, wie ich jetzt denke, JCH, ist für dich in den kühnsten Träumen nicht vorstellbar. Und wenn ich mir jetzt anmaße, als Lautsprecher, in dem Moment hundertprozentig sicher als Lautsprecher zu dir zu sagen, das Wissen deiner Menschheit ist für mich das Wissen einer Schimmelpilzkolonie, dann kannst du das jetzt vielleicht erahnen. Ja. Das kann ziemlich schockieren, aber was dich noch mehr schockieren wird, dass ich dir eigentlich erkläre, dass du ich bist. Und dann wird dir bewusst, wie unendlich viel Wissen du in dir trägst, dass du nie zu sehen bekommst, weil du gar kein Interesse hast, es an die Oberfläche zu holen. Du hast viel, viel Wichtigeres zu tun. Zum Beispiel den, der du zu sein glaubst, glücklich zu machen und am Leben zu erhalten. Obwohl du doch offensichtlich feststellen solltest, dass das, was du zu sein glaubst, dieser Körper, der jetzt im Moment wieder vor dem Computer sitzt, dass der jetzt die meiste Zeit gar nicht da war, wenn du aufmerksam zugehört hast. Ja. Es ist wie wenn du einen spannenden Roman liest. Wo ist der Leser? Sitzt da die ganze Zeit einer, der ein Buch in der Hand hält und umblättert? Ja, wenn du an dir wieder denkst, dann ist er natürlich wieder da. Aber ist er da, während du in den Roman versinkst? Ist dein Geist da, wenn du in einen Traum versinkst? Ist dir dann bewusst, dass derjenige, der das erlebt, eigentlich nur ein nicht existieren könnender Geist ist? Und dass jede Existenz, jede Information, die du dir denkst, mit der du konfrontiert wirst, konfrontiert. Einfach zuhören, schon im Deutschen, da brauchst du gar nicht ins Hebräische gehen. Du leidest zurzeit einen im Front einen Frondienst. Ja. Das ist das, was ist. Ja. Und der Wachwerdeprozess, mit Kaufmannsdenken kannst du den nicht einleiten, sondern mit Einverstand sein, mit Liebe. Ja. Mhm. Das sind die ganzen, die Kleinigkeiten. Die Welt spricht zu dir, die Welt ist maßgeschneidert. Wenn du einmal bewusst dich immer wieder versuchst, ins Jetzt zu holen, was ist jetzt eigentlich da? Ja. Mhm. Rechnung. Irgendein Ärger, irgendwas, es geht was kaputt. Und dann fühlst du dich schlecht, dann hast du wieder Angst.
dass diese ganzen Gefühle erschafft dieser zwanghafte Mech-Animus in dir. Das Gehirn-Ich, A-N-I, die schöpferische Existenz eines Intellekts. Das ist dein großes blaues Ich. Was ich immer Buch oder Programm nenne, Schwamminhalt nenne. Ja. Und dieses Programm, dieser Schwamminhalt, ist, wie gesagt, das jetzige Leben, das du durchlebst, ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Denk wieder an den Bogen. Ja. Mhm. Und an den Schein. Das, was man dir aufspannt, das ist immer die Kleinigkeiten in der Sprache. Ich nehme eine Ecke und ich SDR-Ecke. SDR, das Geheimnis und widerlegen. Ich strecke die Ecke und mache daraus einen SD-Ecken. SD, eine raumzeitliche Spiegelung in Ecken. Das, was wir in der Sphäre hier als kleine Quadrate gesehen haben, auf einem nicht-euklidischen Raum, sind genau genommen eigentlich immer dieses Umnicken, und das ist jetzt schon hier, jetzt haben wir schon den Pythagoras. Ja. Interessant ist die Diagonale. Diagonal, Gone ist die Ecke, und dir die Öffnung einer intellektuellen Schöpfung in einer Gone, in einer Ecke. Mhm. Mir in der Diagonale, die wird auseinandergeschmissen. Ja. Mhm. Üben ein dreidimensional gedacht Dreieck und drüben ein Dreieck. Ja. Mhm. Es ist wirklich sehr genau, du wirst, wenn du das immer wieder wiederholst, wird plötzlich werde ich dir dieses Heureka geben. Mhm. Mhm. In vielen Stellen, es geht nur mit einer Engelsgeduld und mit Wiederholung. Das heißt, es ist erst einmal wichtig, dass du unendlich viel Zeit dafür hast. Was aber nichts mit chronologischer Zeit zu tun hat. Ich weiß nicht, wie viel tausendmal auf Selbstgesprächen ich hier meine Helmut-Geschichte erwähne, wie lange dauert es bei mir noch, bis ich das verstehe. Und ich wiederhole es nochmal. Ich sage jetzt zu dir, Geist, der du mich sprechen hörst. Nicht einmal Gott kann dir das sagen, nicht weil er es nicht wüsste. Genau genommen weiß er das ja gar nicht in einer Selbstvergessenheit. Er hat dir nämlich die Freiheit gegeben, das selbst bestimmen zu dürfen, wann das bei dir soweit ist. Jetzt. Die Selbstbestimmung. Was er aber 100% eher, ich rede jetzt von mir in einer dritten Person, was er aber 100% ich weiß, dass du das nie erleben wirst, solange du noch glaubst, dass das irgendwann morgen, übermorgen oder in der Zukunft passiert. Dann hast du nämlich das ewige Hier und Jetzt noch nicht verstanden. Ja. Wenn es passiert, passiert es jetzt. Das Verstehen muss jeden Moment passieren, weil das immer eine E-Existenz ist zwischen dem Denker und dem Ausgedachten. Und eine kleine E ist zwischen dem Wellenberg und zwischen dem Wellental. Ja. Sobald ich mir die Welle denke, muss nochmal eine gespiegelte Welle da sein. Wellen entspringen aus dem Einheitskreis. Dann haben wir jetzt erst einmal eine Transversale Plus-Minus-Achse und wir haben dann nochmal eine Qualitätsachse mit Plus-Minus. Das sind die vier Phasen in dem C hoch 4 in der Einstein-Formel. Jetzt werden die Physikbücher interessant, jetzt werden auch die ganzen mythologischen Bücher, die Märchengeschichten interessant, wenn du die Vordersprache verstehst. Genau. Mhm. Ein Prozess des Reifens beginnt in deinem jetzigen Leben schlichtweg und einfach zu begreifen, ich bin was anderes wie ein Gedanke von mir. Ich bin rot geschrieben in der Esoterik, rot geschrieben, etwas, was als Ding an sich überhaupt nicht existieren kann. Dinge, als das Gesetz Gottes, das Gesetz des Geistes. Sobald was existiert, ist es immer nur eine winzige Facette aus diesen Gesetzen. Mhm. Und das Chat-Denken, das ich immer anspreche, was wir auch Chit-Denken, das lebendige Denken nennen können, muss man jetzt wieder Chat, was bedeutet das Wort Chat? Chit geschrieben. Das sind so viele Ausspracheregeln in verschiedenen Systemen, die man alle vereinigen muss. Ja. Und das zu meinen, du kannst das lernen, so wie du eine Fremdsprache lernst, das ist ja alles schon in dir drin. Der Trick läuft ganz anders ab. Genau. Solange du lernen folgendermaßen definierst, unabhängig von mir da außen existiert Wissen, in Büchern, in den Köpfen anderer Menschen, in Bibliotheken, und ich muss dieses Wissen von außen in mich hineinschaufeln, dass ich das weiß, begehst du einen riesengroßen Fehler. Der Fehler ist das Wissen, das du dir ausdenkst, weil du meinst, es fehlt in dir. Mhm. Wir drehen jetzt das rum, das ganze Wissen ist in dir drin.
Die absolute göttliche Weisheit ist in dir drin, weil ich in dir drin bin. Und du musst es eigentlich, wenn du sehen willst, die Facetten, musst du die einfach nur ausdenken. Mhm. Darum sage ich, egal welcher Mensch jetzt in deinem Traum auftaucht, welcher Untergrund ist, wenn du ein träumender Geist bist, egal was der dir erzählt, er entsteht in dem Moment, wo du in deinem Traum ihn träumst und er wird dir genau das erzählen, was du träumst, weil das Wissen und der Mensch, dieser Trockennasenaffe, aus dir selbst kommt. Ja. Und er befindet sich nur in dir, in deinem darstellenden Bewusstsein. Da. SDL Blen. Das ist das neue Weltbild. Das kann nur der verstehen, der Geist ist. Geist kann nur von Geist verstanden werden. Und du bist Geist, sonst würdest du mich jetzt nicht sprechen. Ja. Und wenn jetzt die Helene, die du dir ausdenkst, die Ariane, die du dir ausdenkst, fragst über Skype, hörst du den Udo auch sprechen? Ist das eigentlich relativ Blödsinn, weil du ein Pixelmännchen und Monitorbild fragst, ob das hört. Aber was jetzt dann die Ariane antworten wird in normalen Gesprächen, bestimmt auch dein Glaube. Ich gehe mal davon aus, solange du noch vollkommen normal bist, ist es für dich vollkommen logisch, dass die dann schaut und sagt, was ist das für eine blöde Frage, selbstverständlich höre ich dich auch sprechen. Probier das einmal aus in deiner Realität als Brösel und der Brösel. Und darum sage ich, es ist keine Kommunikation mit normalen Menschen mehr möglich. Außer es ist wirklich Neugier da. Die Menschen, die mit was konfrontiert wird, wo sie noch nie gehört haben und was ihrer Logik vollkommen widerspricht, und die dann sagen, hey, so habe ich das ja überhaupt noch nie gesehen. Ja. Das ist der erste Ansatz, die kindliche Neugier. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, das bedeutet das. Wie ein Kind, das auch alles im Mund nehmen will, das selbst in die Hundekacke reinlangt und versucht, die Hundekacke in den Mund zu nehmen. Mhm. Eins machen. Sich mit allem, was ausgedacht ist, wieder eins machen wollen. Mhm. Was genau genommen gar nicht da außen ist, sondern nur halb außen und halb innen. Sich immer in dem Mittelpunkt befindet, der man Mann selbst ist. Mhm. So, jetzt glaube ich, lassen wir es gut sein. Machen wir es nicht so lang. Jetzt, wenn man dann natürlich das erste Mal konfrontiert wird, ich kann immer wieder bloß sagen, wenn du auf die jetzt dir zugänglichen Holofeeling-Selbstgespräche gibst, das ist ein Mehr von Selbstgesprächen und noch mehr an Schriften. Ja. Und ich sage immer nur, hab keine Angst, es ist schon in dir drin. Du musst es nicht reinschaffen. Ich habe meine Möglichkeiten, dass du aufwachst und du hast es alles komplett bewusst greifbar. Mhm. Aber du musst mir deinen Willen zeigen, deine Liebe zeigen. Es geht hier ums Lieben. Können wir die banalen Liedchen, wenn ich die mal reinstelle, wenn wir uns die Texte genauer anschauen, das A und O ist die Vatersprache, mit der haltst du alles. Ja. Du musst aber die Beweglichkeit haben, dass egal, einfach eine feine Antenne, wenn du dich selber beobachtest, deine dir eigenen, zur Zeit einseitigen Wertungen bewusst machen. Und ich sage, und dann dreh das immer um die Bewusstwerdung, dreh das um 180 Grad. Das ist toll. Mhm. Jetzt könnte ich wieder Schnipp sagen, und wenn du jetzt zum Beispiel das Ariane-Programm in dir laufen hast, war jetzt die ganze Zeit hier diese Strahlenlampe und das Schränkchen hinter dir. Und ich sage jetzt wieder, Schnipp, mein altes Beispiel, jetzt denk an deine Beine und wackel mit den Zehen, mit den Zehen in den Füßen. Wackel mit den Zehen an den Füßen. Wo waren diese Beine und die Zehen jetzt die ganze Zeit, bevor ich das nicht angesprochen habe? Die haben hundertprozentig sicher nicht existiert. Ja. Und jetzt schau in dich rein, ist das in dir schon installiert oder erscheint es dir nur logisch, weil du jetzt den Gedankengang mitgehst? Mir wäre es eigentlich schon, für mich wäre es schon zufriedenstellend, wenn du so weit gehst, dass dir das jetzt logisch erscheint. Als tiefgläubiger Materialist, der wehrt sich massiv dagegen, der sagt so ein Blödsinn, selbstverständlich sind meine Beine und mein Körper auch dann da, wenn ich nicht dran denke. Mhm. Ich sage, solange einer nicht erkennt, ich kann jetzt immer nur sagen, das muss ein Geistesfunken sein. Eine KI wird es nie erkennen. Nein. Eine Figur in einem Traum wird es niemals erkennen, außer sie hat Verbindung mit dem Geist, der sich diese Figur ausdenkt, egal an wen gedacht wird. Ob er an sich selber denkt, der Geist, oder an einen anderen denkt. Wenn da Neugier da ist bei einer anderen Figur, bei einem Antagonisten, dann ist zumindest ein Hauch von Geist in diesem kleinen Zentrum mit drin. Mhm.
Es ist, wenn ich von Geist rede, rede ich von was ganz was anderem, wenn Materialisten davon denken, weil die sich bei Geist wie bei Gott was vorstellen. Diese Diskussionen, ob es Gott gibt oder nicht gibt, sind wir so oft drauf eingegangen. Es ist einfach nur die Frage, gibt es eigentlich einen Gedanken oder gibt es den nicht? Ich sage, selbstverständlich gibt es den Gedanken, wenn du ihn denkst. Genau. Weil ich immer wieder darauf hinweise, egal welche Information du jetzt zu sehen bekommst, ehe es wieder eins machen. Wir können die Information Information nennen, wir können die Information Gedanke nennen. Wir können das auch präzisieren, dass ich sage, mein Körper. Mhm. Jesus, Einstein, Berlin, München. Das sind doch alles jetzt Gedanken. Ja. Es kann natürlich auch eine sinnlich wahrgenommene Information sein, dann wirst du nicht mehr sagen, das ist ein Gedanke, aber es ist genauso eine Information wie ein Gedanke. Mhm. Sonst würdest du es ja nicht sehen können. Jetzt ist bloß die Frage, ist es bei der Sehe immer noch der Adam, Sege Vene Cava, Denker und Ausgedachtes, beides. Der jetzt schaut und der seine eigenen Informationen anschaut, Diese und Antithese, ist beides noch was Ausgedachtes. Ja. Und jetzt kommt die Synthese, das fällt jetzt zusammen, da muss ja einer da sein, der sich diese Welle, den Denker und seine Information ausdeckt. Denkt. Und nach der Triadenlehre von Hegel, HGL, wie eine Welle, ist der auf der anderen Ebene, diese Synthese, die wir uns jetzt ausdenken, im selben Moment wieder eine These für eine neue Antithese. Ja. Darum sage ich, wenn du dir das jetzt den Gedankengang mitgehst, ist der, dem bewusst wird, Mensch, ich denke mir den Denker und das Ausgedachte aus. Ich könnte auch sagen, ich denke mir das Immerseiende, Ewige und das ständig Vergängliche aus. Es ist deshalb ein Unbewusstsein, dass wenn du selbst, wenn dir jetzt bewusst wird, dass du ja derjenige bist, der sich das Ewige ausdenkt, ist dir noch nicht bewusst, dass dieses Ewige, das du denkst, nicht ewig ist, sondern nur, weil du dir es jetzt denkst. Das ist eigentlich ein unbewusstes Bewusstsein. Und dann brauchen wir hier ein bewusstes Bewusstsein als These, Antithese, dem das jetzt bewusst wird, dass er mit seiner unbewussten Bewusstseinshälfte immer noch meint, er hat mit dem, was er sich denkt, nichts zu tun. Und dann fahren wir nochmal in eine neuere Synthese, das ist die Hegelsche Triadenlehre. Die Dialektik. Lichteck. Dick, hat man doch gerade schon. Auseinandergeschmissenes Lichteck im Mittelpunkt. Das führt uns zur Camera Obscura. Das ist die Physik der neuen Welt. Ja. Die derjenige betreten wird, der Geistesfunk, der wach wird. Und dann ist alles ganz anders. Das ist wie bei unseren Ebenenwechsel. Wenn du die Matrix deiner Mutter, Mäder, Matrix, griechisch, kann alles nachlesen in den Ohrenbaulungen, verlässt den Bauch, das Innere, ist übrigens GW. Geist wird doppelt aufgespannt, dann kommst du in deine Traum-A-Welt, in die Traumschöpfung, in die Traumerwelt. Das ist eine einzige auseinandergerissen, eine einzige Wunde. Wunder. Das sind die Wunder. Jetzt ist Wunde was Schlechtes. Ich sage immer wieder, dieses Unglück, das jetzt dir widerfährt, UN ist eine aufgespannte Existenz, ist dein Glück. Glück beginnt wieder mit GL, das ist die Welle. Ja. Und jetzt plötzlich kriegen wir Verlust, Angst oder Freude. Verlust, Freude, weil das VR die Vorsilbe verbinden und vertrennen. Wieder zwei Möglichkeiten. Wenn ich mit der Lust verbinde, oder verstreue ich die Lust? Ja. Und da wir ja wissen, aber das wird jetzt zu weit führen, und dieses Spiel immer spiegeln, weg von der Einseitigkeit, indem du das vervollkommnest. Ein Zustand kriegen, dass du anfängst, dich für das zu interessieren, was bisher deine Feinde waren. Habe ich so oft erklärt. Feind, rein symbolisch, das Ra. Ja. 270 geschrieben, heißt ja auch der Hirte und der Freund. Wir brauchen ein positiver Necker, das Schlechte, Shin-El-Echt, das logische Licht, das du zurzeit denkst, formst durch deine Logik. Ja. Shin-El-Echt, das logische Licht erscheint dir echt. Echt. Das ist aber noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Vor allem, wenn man mit einer extrem fehlerhaften Logik arbeitet.
die nur Einseitigkeiten anstrebt. Und du strebst bis dort und nur Einseitigkeiten an. Ja. Hier geht es nur darum, dass du dir dessen bewusst wirst. Ja. Und dass du, wie ja. ich das Beispiel ziehe, auch mit dem Puzzlestückchen, ja. dass das, was du siehst, diese Einseitigkeiten, diese Formwertung im Raum, immer ein Gegenstück. Darum haben wir ja auch eine Matrize von Mäder, von der Matrix, von der Mutter und eine Patrize. Ein Prägestempel. Ja. Mhm. Du kannst es immer spiegeln. Alles kannst du spiegeln. Mhm. Dazu brauchen wir aber dann ein Petschaft, ein Siegel, ein göttliches Siegel. Ich sagte Ure immer so schön, wenn es hart auf hart kommt, keine Angst, ich werde dich nicht töten, ich werde dich nur zeichnen. Jetzt lassen wir es gut sein. Spielen wir noch eine Runde Mensch miteinander. Mehr oder weniger. Meistens weniger. Bis man dann selber das mehr wird. Ja.